Ja, Leute, der Ruhrpottologe ist unterwegs. Und zwar sieht ihr hier ein ganz besonderes Gebäude. Das ist nämlich mal ein Teil der Universität Bochum, aber die Hochschule. Hier werden hochschultechnisch die Ingenieure ausgebildet. Ich war ja auch mal ein Semester dabei, aber die Mathematik hat mich so ein bisschen umgehauen. Ne? Hat nicht so ganz geklappt mit meinem Gehirn. Wörter liegen mir da mehr. Da hinten guckt ihr da sozusagen auf die Ruhr-Uni. Ne? Ja, und das sind ein paar neue Gebäude hier und die haben ja wunderbar alles neu gemacht. Und warum bin ich jetzt hier? Einfach mal, weil ich gesagt habe, Kerl, weißt du was? Hier hast du mal Kasala gekriegt. Ne? Ja, hier bin ich vor Ort. Da ist nämlich mein neues Wort, Kasala. Ne? Und Kasala habe ich doch hier letztens die Jennifer Ganser in meinem Podcast gehabt. Ich drehe mich mal hier zum Hochuni-Dingens hier mit meiner Route 40. Ne? Hier, das ist ja gespendet hier von gesponsert von Heimatliebe Ruhrgebiet. Ne? Wenn ihr das mal haben wollt, kriegt ihr da. Ne? Nur mal so und die hier auch. Also Kasala. So, das ist jetzt hier ein Wort. Da habe ich ja gedacht, Mensch, ey, hast du eigentlich nie so richtig gehört, denn Dschungelcamp habe ich ja nicht gesehen. Ne? Da kann ich jetzt sagen, apropos, Kasala ist ja im Moment Petrus. Ne? Ich habe ja lange gewartet mit dem Video, weil ich wollte das ja schon eher drehen. Draußen, an der frischen Luft. Aber das Wetter war ja echt Scheibenkleister. Ne? Also Petrus hat da Kasala mit uns gemacht. Also wir haben Prügel bekommen von ihm. Regentechnisch. Ne? War ja auch wirklich diesig ohne Ende und da macht er ja auch gar keinen Spaß, hier überhaupt ein Video zu drehen. Ne? Also, Kasala, nochmal darauf zurückzukommen. Gibt also ganz interessante Dinge, die ich dazu zu sagen habe, denn ich war ja selber erstaunt. Also, Kasala. Erstens, Stichwort Dschungelcamp. Thorsten Legert ist ja so ein bekannter Bochumer Fußballer, der wohl ein bisschen Kohle brauchte und ist dann im Dschungelcamp eingetaucht und hat da mal gesagt, so hier, jetzt mach mal Kasala, ne? Jetzt soll mal richtig losgehen jetzt da. Ne? Ich weiß ja nicht, was der da gegessen hat. Ich glaube, diese Kudu-Knödel-Boden-Dinger da, eklig. Ich gucke das Zeug ja nicht, ne? Aber ich muss mich ja auch nicht unbedingt dann übergeben. Wenn die Leute das mögen, bitteschön, ist nicht mein Ding. Also Thorsten Legert hat das mal irgendwie so gesagt und dann ist das ja, so, ich muss mal eben Pause machen, Flugzeug. Ich habe noch mal zwischendurch einen Standortwechsel gemacht. Ne? Kannst du noch ein bisschen was sehen von der Hochschule. Ne? So, fotografiere ich gleich auch noch mal ab. So, zurück zu Kasala. Flugzeug ist weg, ein paar Autos düsen hier noch durch. Ne? Aber Kasala ist wichtig. Die machen hier mit mir Kasala. Hier ist halt laut. Irgendwie habe ich gehofft, dass das nicht so laut ist. Also ich setze mich mal hierher. Kasala, geht weiter. Also Thorsten Legert, Stichwort, ne, hat das irgendwie in die Welt gebracht und plötzlich wusste jeder irgendwie, obwohl nicht so viele angeblich Dschungelcamp gucken, was Kasala ist. Ne? Also Prügel bekommen. Jetzt kommt es. Ups. Also Kasala hat man gesagt, tatsächlich, wenn man Prügel bekommen hat. Und zwar von 1920er bis 1950er Jahren hat man ja in den Klassen, also Schulklassen, immer noch mit einem Stock auf den Hintern. Ne? Pasup. Da sind die Kinders ja, ne? Also meistens die Jungs, die haben ja immer die größte Blödelei gemacht, die sind ja dann so kopfüber über dem Schultisch, ne? Und dann haben die auch so ein kleines dreieckiges Schild geguckt und da stand Kasala drauf. Ja. Da hat sich angeblich dieses Wort dann durchgesetzt für, wenn er sich am Hintern in der Pause dann gepackt hat und dann sagte der Pausenkollege immer, hast du wieder Kasala gekriegt? Dann hat er das Schild gelesen, mit dem Kopf über, verstehst du? Und die Firma Kasala, Karl Sasse, Lauenau, genau, Lauenau, da wurde das hergestellt, bis in die 60er Jahre rein. Und ich meine mich zu erinnern, dass das dreieckige Schild auch bei uns an der Schulbank und unter der Stühle stand. Denn so in den 70er, 80er Jahren hatten wir irgendwie uralte Holzstühle und Tische, und ich meine mich zu erinnern, dass das die gleiche Klamotte war. Ja, die haben ja alle gespart früher. Also ich meine, da stand auch Kasala, aber Foto haben wir ja nicht gemacht. Ne? Handy hat man nicht. Und für ein Firmenschild, dafür hat man kein Fotogeld ausgegeben. Ne? Also, muss man ja nicht haben. Ne? Also, da kommt das her.
sagt man, legendentechnisch Kasala. Und das hat sich im Rheinischen hauptsächlich durchgesetzt, weil im Rheinland redet man sehr viel über Kasala. Gibt auch übrigens eine Popgruppe, die Kölsche Jungs, Kasala. Also in Tradition vom Bab singen die seit, ich glaube, 2012 ganz lustige, tolle, rockige Lieder. Könnt ihr mal reinhören. Ihr kriegt ja bei mir auch die Links alle im Blog entsprechend. Da könnt ihr da reingucken, wenn ihr das auf Facebook nicht auch von mir kriegt. Ne? Also ich muss den Text, da gebe ich dann natürlich nochmal einen Text, den könnt ihr im Blog lesen, rohrpottologe.de unter Pottsprache. Und dann gebe ich dann noch ein paar Links mehr, nämlich die Quellenangaben. Und jetzt kommt noch eine ganz besondere Quelle, denn Kasala aus Lauenau und im Rheinischen, im Saarländischen gibt es Kasala nämlich auch. Warum sagen die das da anders? Die sagen nämlich, da hast du wieder ganz viel Kasala gehabt. Mhm. Da heißt das nämlich, hast du dir die Kante gegeben bei uns? Heißt zu viel Alkohol gesoffen und dann hast du ja Migräne am nächsten Tag, Katzenjammer, weiß Bescheid. Ne? Und da sagen die Saarländer dann halt Kasala gekriegt. Also nicht für Prügel, sondern eher hier, ja gut, hammertechnisch im Kopf. Ne? So, das ist die zweite Variante. Die dritte Variante war, als ich den Text meiner Frau vorgelesen habe und sagte, na, wie findest du? Ja, finde ich gut. Du, aber wir benutzen das im Polnischen auch. Ich sage, wie jetzt? Polnischen? Ja, Kasala. Also L mit Strich und mit Z. Ne? Kasala. Aha, Kasala wird das gesprochen. Kasala? Ich denke, da musst du doch mal nachforschen. Da kann ja jetzt nicht sein, dass da irgendein Etymologe nicht gewusst hat, was er da schreibt. Ne? Die hatten ja nur von Thorsten Legert geschrieben. Jetzt pass auf. Ich forsche nach. Und das könnte tatsächlich ein polnisches Wort sein, was irgendwie durch Anwanderung und sonst was hier rübergekommen ist. Vielleicht hat der ja in Karl-Sasse-Werk in Lauenau gearbeitet, der polnische Einwanderer, und hat dann Kasala gesagt. Und haben gesagt, Mensch, dann machen wir ein kurzes Schild, ne, dreieckig und so weiter. Und tatsächlich, die Polen benutzen das nämlich auch entsprechend viel. Das ist nämlich ein Befehlswort da. Das wird im Militär benutzt und bei den Eltern. Also wenn ihr dein Kinderzimmer nie aufgeräumt hast, ne, dann wird mal ordentlich Kasala gesagt. Ne. Das wird dann nur so als Wort gesagt, ist aber dann Befehlstonwort. Ne? Also hier zum Beispiel, sie hat mir befohlen, die Küche sauber zu machen. Ja, das heißt, wenn die Frau gekocht hat und der Mann Müll wegbringen soll und die Küche sauber machen, weil das ein Schlachtfeld geworden ist, ne? Das ist ja bei uns meist der Fall, dann kriege ich dann Kasala. Ne? Also ich kriege gesagt, mach mal die Küche sauber. Das ist nur ein Scherz, ne? Und bring mal Müll raus. Das machen wir natürlich hier unter uns meistens ganz normal. Ist nicht so, wie ihr jetzt denkt. Ne? Aber nur als Beispiel. Oder früher, wenn die Mutter dann, oder überhaupt, wenn die in Polen, die Mutter reinkommt und Kinderzimmer voll von Spielsachen, also du trittst drauf, haust dir noch Blasen, Löcher in die Füße rein, ne? Weil das ja alles voll von Spielzeug ist, dann sagt die dann also auch was mit Kasala. Ne? Also räum mal dein Zimmer auf. Das ist so Befehlston. In Polen. Hallo? Also, ist das tatsächlich ein polnisches Wort? Fragezeichen. Kann mir keiner sagen. Ich habe das eben zufällig rausgefunden. Und ich fand, das ist doch wesentlich interessanter, das zu wissen, dass Kasala und Kasala recht ähnlich sind. Ne? Also, Polnisch, Rheinisch, Saarländisch. Ich habe übrigens geguckt, Französisch ist es nicht. Gibt es nicht. Im Französischen, Englischen auch nicht. Also mehr Deutsch und Polnisch. Also die Legende von Kasala mit dem Dreieck könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Aber die Kasala-Variante aus Polen, die klingt ja irgendwie plausibler, oder? Na, ich weiß es nicht. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall mehr. Kasala im deutschen Sprachgebrauch. Und morgen arbeite ich den Text nochmal aus. Dann könnt ihr das im Blog sehen. Den Link mache ich dann dazu auch. Heute kriegt ihr nur das Video. Und es gibt demnächst ein Hörspiel dazu. Ja, das produziere ich nämlich, weil ihr wisst ja, ich mache ja den Sprecher und haben ja auch so ein Projekt. Ne? Und das meine ich mir als Projekt dann auch, weil ich finde das nämlich ganz lustig, sowas zu machen. Also werdet ihr mich in mehreren, ja, mal gucken, ob ich da den Kasala sage. Ne? Der Kasala, der bespricht das halt. Ne? Kasala wieder zurück, mitten im Stadion. Von Bochum. Ne? Also könnt ihr mal verstehen.
Hör auf zu quatschen, ey. Wir machen das jetzt hier mal eben. Kasala, mache ich gleich mit dir, ey. Ich will das Fußballspiel sehen. So, könnt ihr mal ein bisschen so mal reinhören. Und ich hoffe, ihr habt das Spiel viel Spaß. Und mehr Informationen als gedacht mit Kasala. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Eingang von der Hochschule Bochum. Denn da bin ich durchgegangen in die Katakomben. Und da habe ich Kasala vom Professor gekriegt, ne? Weil ich ja nicht so oft da war, wegen der Algebra. So, hier, guck mal. Eingang, Hochschule Bochum. Da habt ihr wieder was dazugelernt heute. Jetzt mache ich mal Kasala, denn gibt noch ein zweites Video am Haus Heven, wo ich nämlich war, mit ein Rätsel gemacht. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende und bis demnächst. Euer Ruhpathologe an dem Rhone. Tschüss, Ken. Glück auf. Thank you.